muss ich mal kurz überlegen. Was habe ich gesagt? Mache ich fertig? Ah, hier, guck. Nordafrika kam dazu. Jetzt. Jetzt haben wir's. Dann machen wir natürlich Nordafrika. Ich habe. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich muss unten was anderes fertig machen. Aber wir machen jetzt erstmal das. Es soll ja natürlich hier der Bereich allmählich immer schöner werden. Und da würde ich mich ganz gern dran halten. Lebensqualität. Bonus mit anderen Arten haben wir noch keine. Kommt aber, Leute, versprochen, wirklich. Dann gucken wir mal kurz. Gehege, wir haben noch nichts zum Spielen für die Tiere, ne? Hier Lebensqualität, einmal Art und afrikanischer Strauß. Wir. Ah, doch, haben wir. Moment. Haben wir doch. Futterbeschäftigung, das kann ja eigentlich nur damit gemeint sein, ne? Ich meine, das zählt ja eigentlich auch als Futterbeschäftigung. Was, warum ist hier so ein komisches Zeichen oben drauf? Das sagt mir jetzt gar nichts. Heißt es, weil es erforscht worden ist? Sollen wir einen vielleicht hier noch einsetzen? Okay, der bringt gar nichts dazu. Der Ball, ja. Schauen wir nochmal hier. Futterspender. Okay, der bringt auch was. Der ist jetzt lila. Der andere war doch nicht lila, oder? Der war gelb. Ach, hier unten kann ich die Farbe anpassen. Ach, cool. Klar. Und das bringt tatsächlich auch nichts. Ah ja, alles klar. Wir haben jetzt Futterbeschäftigung 95% für die Spezies. Was hatte ich jetzt? Das waren ja eigentlich hier dieser Futterspender langsam. Ich würde sagen, wir haben ja hier oben einen Futterspender. Wir machen hier unten auch einen her. Aber nicht in lila. Warte mal, das passt überhaupt nicht. Hier so Sandfarben in die Richtung vielleicht, ne? Machen wir hier mal ein bisschen. Wobei, so richtig Sand ist es auch nicht, ne? Und hier ist noch diese komische Struktur vom Boden. Das muss ich unbedingt noch ein bisschen ändern. Finde ich nicht so schön. So, afrikanisch. Jetzt haben wir endlich schöne afrikanische Bäume und alles. Ich weiß echt nicht, ob die beim letzten Mal mit dabei waren, aber ich glaube tatsächlich nicht. Der Leberwurstbaum. Kann mir einer erklären, warum der so heißt? Was, wir machen den Baum vielleicht tatsächlich auch hier hinten mit dazu? Und ich weiß, die Tiere brauchen nicht so viel, aber die Gäste müssen ja nicht unbedingt hier die Dings sehen, da, wie wär's denn, diesen Personaleingang. Und so ein bisschen Schatten für die Tierchen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, Gelände. Wo war jetzt das mit den... Hier. Ach, guck. Da können wir theoretisch noch ein bisschen mehr abmachen. Oder bauen. Sind auch schön. Drachenpalme. Dompalme. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der ist mir aber fast tatsächlich ein Ticken zu groß. Ich glaube, der hier wäre an der Stelle noch ganz schön. Aber hat er keinen Schatten? Ah, doch, hier hinten, klar. Wenn ich von der Seite gucke. Sieht man es schlecht. Ich bin jetzt nicht so der Fan immer von hier vorne direkt gleich mal so Bäume und Co. zum Bauen. Es nimmt so ein bisschen die Sicht und so nach hinten raus. Keine Ahnung, es wirkt so savannenmäßig irgendwie, keine Ahnung. Aber den könnte man tatsächlich hier vorne noch mit dazu bauen. Schade, dass wir hier nicht so viel Sträucher haben. Tatsächlich. Das würde ich mir schon sehr wünschen. Afrika-Paket. Ah ja, klar, das geht natürlich noch nicht, weil das andere Zeug noch nicht da ist. So. Hier so kleine Bäume. Ach, das ist der ganz große. Hier daneben hätten wir vielleicht noch so einen kleineren. Den könnte man noch hier mit dazu machen. Die Frage, wo? Ich möchte jetzt auch nicht alles hinten nur in eine Ecke drücken, quasi. Warte mal, nur mal kurz zum... Ja, wobei, es wirkt tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt den Baum hier hinsetzen. Finde ich cool.
Warte mal kurz, einmal kurz weg. So. Oh, die Kamera. So, ich bin jetzt mal Gast und guck hier. Ist schön. Aber es fehlt definitiv noch was. Sträucher, mir ist der Boden tatsächlich auch fast sogar ein bisschen zu uneben. Also vielleicht können wir den noch ein bisschen heben. Hier haben die Wasser mit dabei. Ah, apropos Wasser. Mir kommt es gerade. Wir müssen natürlich gucken, wegen hier rein im Wasser, ne? Die Anlage selbst, die geht nur bis dahinter. Das heißt, das hier erwischt sie gerade noch so. Ich brauche hier hinten noch eine Pumpe. Das war unter Einrichtung. Nee, oder? Doch, hier Wasser. Wasseraufbereitung. So. Das war falsch. So. Der deckt hier vorne richtig schön ab. Das ist okay. Ich glaube, ich werde aber vielleicht die Pumpe hier rüber setzen. Ich drücke schon wieder den falschen Knopf, das gibt's ja nicht. So. Machen wir hier nicht was Windrad mit dazu, weil ein Gebäude wird hier an die Stelle zum, eigentlich nicht hinkommen. Und damit deckt man auch noch relativ schön viel ab. Hier dahinter, falls hier noch was anderes mit dazu kommt. Aber eigentlich ist es ist nicht so schlimm. So, siehst du, jetzt ist das Wasser schon ein bisschen schmutziger geworden. Und das wird jetzt aufbereitet. Ja, perfekt, super. Und jetzt regnet es. Jetzt müssen wir für die Tiere gucken, dass wir hier unbedingt noch irgendwas hinbauen mit Dach und so. Wände, Dächer. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich Dachkonstruktionen überhaupt nicht kann. Bei mir schaut das immer richtig grausig aus eigentlich. Ich bin auch in Planet Coaster zum Beispiel nicht so der Fan von meinen Dächern. Die Frage ist, ob ich einfach nicht sowas wie hier so ein bisschen abkupfern soll, so nachbauen. Wenn ich wüsste, wo es... War das hier? Ne, das ist ein anderes Dach. Hä? Das sind die geraden Dächer. Ah ja, okay. Schon verstanden. Dann müssen wir das einfach anders lösen. Oh, wie spät haben wir es denn eigentlich hier? Ah klar, natürlich wird es wieder dunkel. So, wir haben auf alle Fälle das hier schon mal. Die Höhe sollte normalerweise kein Problem sein. Die andere Platte war hier unten. Okay, die geht natürlich jetzt nicht mehr mit... dem Gebäude selbst, alles klar. Lehmwand. Nö. Ein Reed-Dach. Nö. Wir machen es tatsächlich mit dem. Das, glaube ich, passt einfach am besten dazu. Die Sache ist einfach nur, oh Gott, jetzt ist es dunkel bei mir, es tut mir leid, ich vergesse jedes Mal beim Aufnehmen die Jalousien zuzumachen, bei mir knallt die Sonne immer so rein ins Zimmer, das ist brutal. Kann man es so lassen? Ich glaube, ist nicht verkehrt, oder? Hier so eine Ecke steht zwar ein bisschen raus vorne, finde ich nicht so schön. Aber ich glaube, wir decken ab. Sind wir für die Tiere? Na, wobei innen, habe ich ja gesagt, sollen sie ja eigentlich eher schlafen und so, ne? Ah, okay. Also es guckt hier unten sowieso die Ding durch. Also... mal kein Stress. So, was hat der liebe Lukas gesagt? Wo war das mit dabei? Rückzugsort, hier. Zählt aktuell noch gar nicht dazu. Klasse.
Hallo? Nein, ich möchte nur das Dach. Nur das Dach. Achso. Jetzt zählt's doch zum Gebäude dazu. Mann, ich krieg die Kratze. Und jetzt? Zählt es jetzt als Rückzugsort? Als Rückzugsort? Oder nicht? Ernährung, Sozialverhalten, Gehege. Zählt! Es gibt genug Rückzugsorte für alle Tiere. Es zählt! Ich werde wahnsinnig. Aber warum zeigt das mal hier nicht? Ah, jetzt zeigt das. Ah ja, alles klar. Jetzt zeigt es nicht mehr an. Hä? Warum?